Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest hier zu einem weiteren Video hier um sie zwei. Ja, wir schauen uns heute mal die Karte an, die alle Welt liebt. Wir wissen es nicht warum, aber wir wollen sie uns heute mal anschauen. Und zwar, ihr passt auf, Alheim-Laurenzbach Update Modded. Ich würde den Namen noch ein bisschen länger machen, damit das Ganze natürlich noch mehr Tiefe bringt, ja. Aber nein, wir sind heute auf der Karte Alheim-Laurenzbach unterwegs und schauen uns zudem noch die neue Version von Sobols Bussen an. Dementsprechend sind wir heute mit dem MAN unterwegs und ja, bin natürlich gespannt, wie das Ganze so findet. Wir sind heute auf der Linie 19 unterwegs von Postamt nach Brecken, mal gucken, nach Brecker Platz, Brecker Feld, genau, von Holdau Postamt. Und dementsprechend, tja, lassen wir uns da mal überraschen. Die Busse von Sobol, muss ich natürlich nichts dazu sagen, einer mit der besten, der Busse zaubern kann, die sind wirklich astrein, absolutes Payware-Niveau, ja, das Ganze aber komplett für lau, ja, ihr müsst nicht einen Cent dafür bezahlen, also das ist wirklich, wirklich eine absolute Empfehlung, die ich hier aussprechen kann. Für so Bolzbusse, zumal er auch immer gleich mit einem riesen Paket ankommt. Das sind nicht einfach nur ein, zwei Busse oder sowas, sondern er haut da einfach so eine riesen Latte an Bussen mit rein. Zum MAN kommt dann natürlich auch noch Neoplan dazu, da hat er auch noch so zwei, drei Busse mit drin. Also alles das in einem so ein All-in-One-Paket. Also so ein bisschen wie die Busse von Altair. Ja, bloß dass Altair nun, glaube ich, nichts mehr macht mittlerweile für OMSI, aber wie gesagt, Sobol ist so der neue Spitzenkandidat, der hier die Busse extrem gut hier umbauen kann. Gucken wir uns heute an, dementsprechend los geht's. Wir müssen mal hier ein bisschen uns mal hier vorbereiten, denn ich habe schon, ja, gesehen, getestet, dass das Ganze hier so ein bisschen heftig ist, was das Ganze mit Fahrplan hier ist. Also Holy, ja, ist so ordentlich zu knüppeln. So, ich muss mal ganz kurz wieder den Ton wieder anmachen, denn ihr hört nämlich schon wieder nichts. Das ist wieder fantastisch. So, jetzt sollte auch der Ton da sein. Und ja, ihr hört schon, ne? So, wäre das, können wir hier schon mal die Linie hier eintippen, bis der dann irgendwann mal aufhört zu piepen. Route 1. So, das passt. Haben wir alles drin hier. Linie 19, Alheim, Breckerfeld. So schaut das Ganze also gut aus. So, dann machen wir hier noch ein Licht an. Zack, zack, zack. Jawoll. Und natürlich ein bisschen zu früh dran. Werden wir gleich umschalten, denn ja, ach, schön. Ja, warum? Wie gesagt, gucke ich immer mal so ein bisschen so nach. Dadurch, dass ja nun in letzter Zeit ja relativ wenig kam, so mit neuen Strecken und alles sowas. Ja, es muss man sich natürlich mal auch mal so Karten angucken, die es ja mal nicht, die wir so bis dato noch nicht so oft hatten. Was natürlich ein bisschen schade ist, weil Alheim-Laurenzbach, wie gesagt, die wird ja nicht ohne Grund gefeiert, ne? Die hat, bietet unheimlich viele Linien, das ist absolut großartig. Ich hatte mich aber, oder ich kann mich an damals erinnern, dass die Performance bei mir teilweise leider sehr unterirdisch war. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch da immer aussah oder sowas, warum Alheim, wie gesagt, so extremst die Performance gefressen hat. Vielleicht war es der Bus oder sowas, den du zum damaligen Zeitpunkt eingesetzt hast oder was weiß ich, ja. Aber es war schon extremst immer gewesen. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt haben wir noch eine Minute. Und dementsprechend, ja, können wir los. Ja, ich habe natürlich auf meinem Lenkrad keine dritte Taste mit drin, also keine dritte Türtaste. So. Holdauer Straße. Thank you.
besorgen. Müssen wir mal hier die Hilfspfeile anmachen, weil ihr seht, eine Karte gibt es nämlich nicht. So. Ja, wir werden uns jetzt die nächsten Tage uns mal ein bisschen mit Arnhem Laurenzbach beschäftigen. Wir werden jetzt nicht alle Linien hier durchfahren, die es hier gibt. Ne? Aber wir werden uns mal jetzt ein bisschen mehr mal von Arnhem Laurenzbach anschauen. Wie gesagt, Grund natürlich, es ist jetzt aktuell relativ ruhig, so im OMSI-Raum, so mit neuen Karten oder sowas. Jetzt kam letztens wieder auf OMSI Webplus eine neue Karte, der will einfach 20.000 Downloads haben. Ich weiß aber nicht, wo die immer die ganzen Objekte herholen oder sowas, aber es ist... Ah, das ja. Es ist halt immer wieder super ärgerlich. So, ich hoffe, ich muss jetzt hier lang. Brinkbergstraße. So, genau, also wie gesagt, es gibt so wenig neue Karten oder sowas, dass man da mal gucken kann. Also bester Zeitpunkt, sich eigentlich also mal die Karten mal anzuschauen, die es so gibt, ne? Vielleicht gibt es ja doch noch richtig schöne, schnieke Karten oder sowas, ja. Weiß man ja nicht. Und Arnhem Laurenzbach weiß ich, haben wir so gut wie gar nicht bei uns drin. Ich glaube, wir haben sie einmal vorgestellt damals. Industriestraße. Vielleicht dann auch mal Zeit für Städtedreieck oder sowas. Ja. Also... Alter Content gibt es jetzt mal wieder ein bisschen mehr von OMSI. Und ja, während das wächst, ist natürlich immer so ein bisschen ab und alles sowas, ne? Mit dem Train-Simulator und so weiter und so fort. Ich habe ja auch schon so ein bisschen im Livestream ja angesprochen gehabt, dass sich ja so ein bisschen jetzt was verändern wird, halt auch bei uns auf dem Kanal. Ich werde ja nun, ich weiß nicht, ob ich das schon mal, oder ob ihr das schon wusstet, aber ich fange jetzt demnächst im Oktober meine Ausbildung an. Und dementsprechend muss ich mich natürlich ein bisschen eher auf die Ausbildung konzentrieren, statt hier auf YouTube und alles sowas. Ne? Das war ja von vornherein schon immer ein Hobbyprojekt gewesen, das mit YouTube. Ne? Das war, ich bin jetzt nie damit rangegangen, oh, ich will jetzt reich werden wie alle anderen, ja, und nie wieder arbeiten gehen müssen und sowas. Ja, also so einer war ich nie gewesen. Ne? Also ich war schon Realist und hab mir so gesagt gehabt, das ist ja alles Hobby. Ich werde aber den Kanal auch nicht aufgeben. Also wir sind auch noch am Überlegen, am Planen, wie wir das zukünftig machen. Dass wir hier weiterhin natürlich den Content hier abliefern. Ja, jetzt ist zu spät. Jetzt sind wir schon vorbei. Bist du Pech. Rudolfstraße. So, na denn. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Hallo. Grüezi. Sonnenfeld.
Das ist aber so das, was ich meinte hier, ne? Also die Performance hier in Alhem-Laurenzbach, die ist schon teilweise echt fies, ja? Also müssen wir mal gucken. Okay, ist ein Kreisverkehr? Nee. Doch, ich soll hier einfach rauffahren, ja? Oh, ich darf sogar. Interessante Linienführung hier auf jeden Fall. Also wenn es hier nicht knallt, ja, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich halt auch nicht. Du hast hier gefühlt einen Busbahnhof neben den nächsten. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen too much hier. Petrus Krankenhaus. Hallo. Bahnhof Sonnenfeld. Petrus Krankenhaus. Macht schon. Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Linienführung, weil du fährst jetzt extra manchmal so eine extra Wege oder sowas. So, okay. Einbahnstraße. So, Morgen. War ein bisschen knapp gerade, aber haben wir hingekriegt. Guten Morgen. Wo ich eigentlich stehen geblieben bin,
wie gesagt, dass ich jetzt nun ja auch bald meine Ausbildung jetzt ja beginne und dementsprechend natürlich die Zeit so ein bisschen fehlt. Danke. Wie gesagt, mit Fahrschule und allem drum und dran, ja, da werde ich auf jeden Fall sowieso einiges zu tun haben. Und ja, dementsprechend müssen wir natürlich gucken, wie wir das dann hier alles dann vonstatten bekommen. Es kann natürlich sein, dass wir zum Beispiel dann überlegen müssen, ob wir dann nur noch alle 2 Tage ein Video machen. Ja, wie ihr auch schon gesehen habt, wir haben den Flight Simulator zum Beispiel komplett schon rausgehauen, da das wahrscheinlich überhaupt nicht euers war. Verständlich, hat natürlich ein bisschen weniger mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln zu tun. Diese Tickets hier. Danke. Hackelbuschplatz? Hackelbuschplatz. Eine Kurzstrecke. Das ist die Frage, ne? Er ist nett. Er lässt uns. Straße. So, schaust du mal. Also wird es auch mal ein paar Menschen unterwegs hier. Ja. So. Hallo.
Barmer Straße. Dieselstraße. Macht Spaß. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und eine schöne Linie. Das Problem ist wieder an diesen ganzen. Wo ich halt immer das Problem sehe bei Alheim Laurensbach ist, dass es halt mittlerweile so unglaublich viele verschiedene Versionen gibt. Ja, es gibt ja Versionen, wo du halt einfach die Standard Alheim Laurensbach hast. Dann hast du jetzt, wie gesagt, so eine gemoddete Karte, so wie meine Wenigkeit jetzt und so weiter und so fort. Das ist dann halt immer so ein Problem, so eine Karte zum Beispiel mit in der Leitsternfahrt aufzunehmen. Dann braucht auch, wie gesagt, jeder wieder die gleiche. Und also so Performance-Technik muss ich sagen, ich habe es jetzt schlechter in Erinnerung gehabt. Aber es kann natürlich jetzt auch an der Version liegen hier. Oder es kann auch schon eine ganze Weile her sein, dass ich sie gespielt hatte. Ich glaube, es war ja sogar noch mit meinem alten System gewesen. Und ja, muss ich sagen. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht, tatsächlich. So, das wird ein cooles Bild hier. Das ist doch ein nettes Bild hier. Ja, also wie gesagt, wir gucken mal die nächste Leitstellenfahrt. Vielleicht kriegen wir es ja hin irgendwie mit Alheim Laurensbach oder sowas. Wenn ihr da natürlich Interesse dran hättet, auch mal hier auf diese Karte hier zu fahren. Wir werden uns auf jeden Fall in der nächsten Zeit noch mehr Linien hier von Alheim Laurensbach angucken. Da bin ich schon mega gespannt drauf. Beispiel, wenn ihr eine Lieblingslinie habt, dann könnt ihr sie mir auch gerne mal empfehlen hier auf der Alheim Laurensbach. Aber jetzt hier keine 80-Minuten-Linie. Ich habe gesehen, es gibt hier 80-Minuten-Linien. Das schafft doch Homsi gar nicht mehr heutzutage, oder? Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Einzelticket, ja, kriegst du. So, alle drin, alle draußen? Ja, wundervoll. Ja, Bus, wie gesagt, großartig. Die Soundkulisse hier von diesem Bus. Alter Falter. Gerade wenn er immer so schaltet. Großartig. Breckerfeld. Ja, im Großen und Ganzen war heute eine entspannte Fahrt, eine schöne Fahrt tatsächlich. Auch wenn ich ein bisschen ruhiger bin, aber ihr wisst ja so, im Großen und Ganzen ist wahrscheinlich mein Gequatsche gar nicht so wichtig, sondern wie wir hier fahren und was wir hier fahren und so weiter und so fort. Also wisst ihr jetzt Bescheid. Ne, Alheim, Laurensbach, updated. Ich glaube, das ist sogar die Version von SimNews. Müsst ihr mal gucken, ob ihr die da noch findet. Weil mit der normalen Update-Modded, da fehlen mir schon wieder irgendwelche Busse. Keine Ahnung. Da fehlt wieder irgendein Facelift.
die es ja auch gefühlt in 20.000 verschiedenen Ausführungen gibt. Ja, super listig. Ja, und dementsprechend ist das jetzt, wie gesagt, diese Version fahrtechnisch, muss ich wirklich sagen, großartig. Hat Spaß gemacht. War auch eine coole Linie eigentlich, so ein bisschen abwechslungsreich. Da werden wir uns, wie gesagt, auf jeden Fall, ja, noch mehr anschauen zur gegebenen Zeit. Also, wenn ihr davon mehr denn sehen möchtet, gerne wieder einschalten, würde ich mich mega drüber freuen. Und sonst, ja, bedanke ich mich natürlich, dass ihr dabei wart. Hoffe natürlich, dass wir uns beim nächsten Mal hier wiedersehen bei einer weiteren Folge Omsi. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, Leute, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!